Herzlich willkommen hier beim APTIS-Symposium und gleich zum Vortrag Aktuelle Bedrohungen und Ihr Cybersecurity-Status Quo. Ich werde jetzt einmal kurz den Foliensatz wechseln. Genau, und möchte Sie noch einmal herzlich begrüßen. Ich freue mich gleich, die nächsten 30 bis 35 Minuten mit Ihnen gemeinsam über aktuelle Bedrohungen und Möglichkeiten zur Erhebung des Cybersecurity-Status Quo zu sprechen. Einleitend ein paar Worte zu mir. Ja, die erste Frage. Ein bisschen lauter, natürlich, kein Problem. Wäre meine Frage noch gewesen, ob ich gut zu verstehen bin. Wenn der Einwand direkt kam, spreche ich gerne ein bisschen lauter. Ist so okay für Sie? Ja, prima, das freut mich. Also, mein Name ist Jens Griesbach, ich bin Manager bei der KPMG im Bereich Cybersecurity, jetzt seit ein bisschen mehr als 4 Jahren bei der KPMG, bin vorher knapp 7 Jahre in der IBM gewesen, ausgeliehen in die BWI Systeme, ins Herkules-Projekt zur Modernisierung der nichtmilitärischen IT bei der Bundeswehr, habe da ein bisschen mehr als 6 Jahre im Bereich operatives IT-Sicherheitsmanagement zugebracht, also IT-Prüfungen, Security-Konzepte, bin IT-Sicherheitsbeauftragter der Gesellschaft gewesen und eben im Juli 2012 in die KPMG eingestiegen. Da bin ich hauptsächlich im Bereich Cybersecurity-Strategieentwicklung, Prüfung von Systemen, Prüfung von Organisationen, Prüfung von Prozessen, aber eben auch die entsprechende Security-Beratung im Infrastrukturbereich und zu allen Themen, was Prozesse, Aufbau und Organisation eines Kunden angehen. Was erwartet uns heute? Ich werde gleich einen kurzen Einblick in die Cybersecurity-Abteilung der KPMG geben. Da werde ich mit ein bisschen Gas durchgeben, aber dass Sie das auf jeden Fall gehört haben und wissen, dass wir da in dem Bereich aktiv sind, dann würde ich vorangestellt noch etwas zum Paradigmenwechsel mit Ihnen gemeinsam besprechen. Dann schauen wir mal auf die aktuelle Bedrohungslandschaft. Da habe ich unterschiedliche Themen mal rausgepickt, wo wir mal einen Blick drauf werfen können. Und dann am Ende noch etwas zur Cybersecurity und Forensics Evaluation Methode der KPMG kurz zu erzählen. Okay. Gut. Der Bereich Cybersecurity bei der KPMG in Deutschland ist an unterschiedlichen Standorten verteilt. Wir beschäftigen ca. 120 Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Fokus auf Zertifizierungen und Spezialkenntnisse. Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit. Wir sind in der Forrester Research Studie als Nummer 1 im Bereich Cybersecurity mit anderen Global Playern herausgekommen. Das heißt, mit den anderen Big Four Gesellschaften und kleineren Systemhäusern liegen wir natürlich in einem hart umkämpften Markt, konnten uns aber durch unsere langjährige Kompetenz da entsprechend durchsetzen. Was sind die Vorteile, wenn man sich auf die KPMG und die Cybersecurity beauftragt oder verlassen möchte? Wir sind zum einen eine anerkannte Zertifizierungsstelle, das heißt, wir dürfen ISO 27001 Zertifizierungen durchführen. Dafür gibt es eine separate Gesellschaft innerhalb unserer Firma, die dann eben entsprechend akkreditiert ist. Wir haben viele akkreditierte Auditoren, die diese Prüfungen durchführen können, aber letztlich auch beratend für Implementierungsfragen zur Seite stehen. Wir sind in sehr, sehr vielen DAX 30 Konzernen erfolgreich mit Cybersecurity Projekten, aber auch mit anderen Projekten unterwegs und konnten da entsprechende Erfahrungen aufbauen und die Kunden entsprechend auch an aktuelle Situationen heranführen und beraten. Wir sind ein unabhängiges Unternehmen, das heißt, wir können keine expliziten Technologieberatungen machen, sondern wir evaluieren und beraten immer den Kunden entsprechend das, was für ihn am besten ist, ohne da eine Präferenz jetzt auf irgendeinen Hersteller oder sonstige Tools zu haben. Wir haben eine 24x7 Forensik-Hotline. Falls ein Verdacht für Wirtschaftskriminalität bestehen sollte, kann man sich an unsere Hotline wenden, bekommt eine Erstberatung und hat eben dann auch noch die Möglichkeit, gegebenenfalls weitere Unterstützung für Untersuchungen anzufordern. Wie verteilt sich der Bereich Cybersecurity in Deutschland? Wir sind in Hamburg, Berlin, Essen, Köln, Frankfurt, München und Hannover mit jeweiligen Mitarbeitern. Wie gesagt, in Deutschland sind wir knapp 120, in Europe und in EMEA knapp 505. Die Zahlen
variieren ein bisschen. Das war jetzt mal der letzte Auszug vom letzten Monat. Unsere Kompetenzbereiche verteilen sich auf die wesentlichen vier Felder: Cyber Strategy and Governance, Cyber Defense Services, Cyber Security Transformation und Assessments und Assurance. In diesen Bereichen bieten wir nahezu Beratungsleistungen, aber auch eigene Methoden und Tools an, um Sie in diesen Themen und Fragestellungen unterstützen zu können. Okay. Gibt es Fragen bis hierhin erstmal von Ihrer Seite? Okay. Dann, wenn wir mal auf die Evolution der Cyber Defense schauen, dann können wir das ein Stück weit analog zur menschlichen Entwicklung betrachten, vielleicht nicht über einen ganz so langen Zeitraum, aber dennoch kann man hier diese Analogie schaffen. Ganz am Anfang der Cyber Defense haben wir uns mit singulären Virenscannern beschäftigt, die auf Pattern-Basis entsprechend versucht haben, gewisse Muster zu erkennen. Wir haben Perimeterschutz im Sinne von Firewalls betrieben, die erstmal ganz einfach Ports blocken und IP-Adressen blocken. Das hat sich dann ein Stück weit im Laufe der Evolution verfeinert, sodass wir kombinierte Firewalls haben, also nicht nur einfache Portblocker, sondern eben auch ein Stück weit Richtung Stateful Inspection gegangen sind, dass man eben auch Verbindungen analysieren kann, ob die noch aktiv sind. Dann sind wir im weiteren Verlauf, ich springe mal ein Stückchen weiter nach hinten, haben wir auch interne Informationen mit in diese Evolution einbezogen. Das heißt, wir haben Log-Mechanismen etabliert, wir erfassen Aktivitäten auf Systemen, wir werten diese Aktivitäten aus und schauen, okay, wo treten gegebenenfalls sicherheitsrelevante Ereignisse auf, erscheint eine Meldung und kann ich dann basierend auf dieser Meldung entsprechend eingreifen, analysieren, ist da jetzt tatsächlich was vorgefallen oder haben wir hier einen False-Positive-Treffer gehabt. Im Endausbau, wo der Mensch aufrecht geht, schauen wir nicht nur auf unsere Systeme, sondern wir beziehen sämtliche Daten und Informationen, also auch Fachbereiche, deren Prozesse mit in diese Analyse ein, um eben nicht nur von technischer Sicht sicherheitsrelevante Ereignisse erkennen zu können, sondern auch aus Applikationen heraus sicherheitsrelevante Ereignisse, Fehlverstöße, versucht sich jemand Rechte zu erschleichen, die er eigentlich gar nicht hat, erkennen zu können, untersuchen zu können und vielleicht sogar proaktiv durch geeignete Mechanismen unterbinden zu können. In einer anderen Darstellung stellt sich das so dar, dass wir bis ungefähr um die 2000er-Grenze sehr, sehr viel im Bereich Perimeterschutz getan haben. Es gab kaum Verbindungen nach außen. Jeder Netzbereich, jedes Unternehmen ist ein Stück weit abgeschottet für sich gewesen, hat ein internes Netzwerk betrieben und gegebenenfalls mal eine Verbindung über einen zentralen Proxy-Server nach außen gehabt. Das hat sich dann ab 2006 ein Stück weit aufgeweicht, indem zahlreiche neue Portale bei Unternehmen dazugekommen sind. E-Commerce-Plattformen, Internetauftritte, aus Bankensicht mal das Online-Banking gesprochen, die eben die Unternehmen dann dazu veranlasst haben, ihre Netzwerkgrenzen ein Stück weit zu öffnen und eben dann dem Endkunden auch entsprechende Dienste zur Verfügung stellen zu können. Seit 2012 erleben wir den Punkt, dass wir nicht mehr sehr viele Perimeter haben, dass die Netzwerkgrenzen deutlich aufweichen, dass immer mehr Dienste zur Verfügung gestellt werden, dass aber auch Dienste zwischen einzelnen Unternehmen oder Datenaustauschmechanismen zwischen einzelnen Unternehmen geschaffen werden, um hier schneller Informationen von A nach B zu transportieren, komplexe Systeme miteinander zu vernetzen, um halt verteilte Produktionsketten in einem ganzheitlichen Ansatz automatisiert auch verfolgen zu können. Das unterstützt wird mit der Tatsache, dass wir bis vor einigen Jahren sehr, sehr viel in den Bereich präventive Maßnahmen investiert haben. Also wir haben uns alle Gedanken über Patch-Management gemacht, wir haben uns alle Gedanken über Virenscanner gemacht, wir haben Firewall-Systeme etabliert, wir haben technisch-organisatorische Maßnahmen in Unternehmen ausgerollt und haben relativ wenig für die eigentliche Überwachung unseres Netzwerks getan und zur Überwachung der Einhaltung unserer Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen und haben auch relativ wenig für die Reaktion auf entsprechende Ereignisse getan. Das mischt sich jetzt ein Stück weit. Ideal ist die Schaffung des Verhältnisses, wie es hier vorne dargestellt wird, dass man gleiche Konzentration und gleiche Energie sowohl auf präventive als auch auf Überwachungs- und Reaktionsmaßnahmen verwendet. Überwachungsmaßnahmen in dem Sinne, wenn
irgendetwas in meinem Netzwerk passiert, ich vielleicht angegriffen werde oder jemand versucht, Daten nach außen zu schaffen, dann möchte ich das durch geeignete Überwachungsmechanismen mitbekommen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist, die Daten sind weg oder das System ist erfolgreich heruntergefahren und nicht mehr verfügbar, dann ist das Kind leider in den Brunnen gefallen. Wir brauchen geeignete Reaktionsmaßnahmen. Das sehen wir dann in dem Bereich, dass wir uns entsprechende Incident-Response-Pläne überlegen und schaffen müssen und diese etablieren müssen, dass für den Fall, dass ein Event eintritt, es eine koordinierte und strukturierte Bearbeitung dieses Vorfalls gibt und dann nicht erst das Telefon in die Hand genommen wird und versucht wird herauszufinden, ja, wer könnte denn jetzt irgendwie für dieses Thema zuständig sein, sondern das im Vorfeld strukturiert, analysiert und dokumentiert zu haben, um dann eben einen vernünftigen Ablauf und eine gute Reaktionszeit auf ein eingetretenes Ereignis erzielen zu können. Präventive Maßnahmen sind in dem Gesamtkonglomerat ebenfalls wichtig. Die sollten auch nicht vernachlässigt werden. Es sollte eben ein vernünftiges und gesundes Verhältnis zwischen diesen drei Typen geschaffen werden. Okay. Fragen erstmal bis hierhin. Nein. Dann schauen wir mal auf aktuelle Risiken und Bedrohungen. Viele von Ihnen werden das mitbekommen haben, dass die letzte große Ransomware-Kryptolocker-Welle Locky gewesen ist. War im August in einem Krankenhaus aufgefallen. Die haben dort dann auch jeweilig bezahlt, um wieder an ihre Daten zu kommen. Ein anderes Unternehmen hat nicht bezahlt. Die haben dann auf ihre Daten verzichtet und versucht, das Ganze wiederherzustellen. Wenn man jetzt mal auf die Jahreszahl schaut, dann ist das Thema Ransomware jetzt gar nicht so neu, sondern das hat seinen Ursprung mehr oder weniger im Jahr 1989 mit dem sogenannten AIDS Trojan Disk. Zu der Zeit gab es eine groß angelegte Studienwelle zum HIV-Virus und es gab auch entsprechende Unterlagen dazu, die mit sehr viel Aufwand geschaffen wurden. Und um sich da ein Stück weit vor Software-Piraterie oder Diebstahl geistigen Eigentums zu schützen, sind die Studieninformationen damals auf Diskette noch an unterschiedliche Institute verteilt worden und über eine entsprechende Eingabe von einem Software-Schlüssel bzw. einem Lizenz-Key konnte man die auch nach mehrmals als 10-mal öffnen entsprechend weiter verwenden. Da hat sich jemand dazwischen gemogelt und hat so Trojaner geschaffen, der auf dieser Diskette dann platziert gewesen ist, der erstmal in den Ruhemodus gegangen ist und dann erst nach 90 Bootvorgängen aktiv geworden ist. Er hat dann die Dateinamen verschlüsselt, nicht den eigentlichen Inhalt, aber zumindest die Dateinamen, hat die Originaldateien versteckt und der jeweilige Benutzer von dem PC hatte gar keine Möglichkeit mehr, auf seine Daten zuzugreifen, außer er hat eben diese $189 an eine Briefkastenfirma nach Panama geschickt, um dann einen Gegencode zu enthalten, um seine Daten wieder entschlüsseln zu können. Heute läuft das immer noch ähnlich im ganzen Ablauf, aber es ist technisch zumindest sehr, sehr stark professionalisiert worden. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, Ransomware as a Service, ein Service, den man aus dem Darknet beziehen kann, wo man keine eigenen Technikkenntnisse vorher benötigt, sondern das im Sinne eines Dienstleisters im Darknet so etwas in Auftrag geben kann. Im letzten iX-Magazin im August ist mal eine Hochrechnung gewesen, was das wohl ungefähr kostet, wenn man sich so etwas als Dienstleistung beschaffen möchte. Diese Dienstleistungen im Darknet werden auch immer professioneller. Da ist auch ebenfalls ein Artikel zugewiesen, wie stark sich das doch auch an uns bekannten ITIL-Prozessen ausrichtet, also Service Management, Change Management und Request Management, dass eben diese Anbieter durchaus sehr strukturiert agieren, immer wieder auf Veränderungen eingehen können und wenn Sie das als Gesamtpaket, als Service letzten Endes einkaufen, sich über diese ganzen Sachen keine Gedanken machen müssen. Ja, die kümmern sich um die entsprechende Entwicklung von so einem Exploit-Kit, die kümmern sich um die Verteilung, die kümmern sich um die Verschlüsselungskomponente und Sie können letzten Endes ein Stück weit von den vermeintlichen Lösegeldforderungen, die dann gezahlt werden, profitieren und haben kaum Aufwand, Entwicklungs- oder Betriebsärger mit dieser ganzen Thematik. Okay. Ein weiteres großes Thema ist nach wie vor Software-Schwachstellen.
Das wird sicherlich auch auf längere Zeit noch so bleiben, solange unsere Software-Quellcodes kompliziert geschrieben sind. Microsoft Office zum Beispiel umfasst, glaube ich, fast 50 Millionen Zeilen Code. In heutigen Autos finden wir auch Unmengen an Software-Quellcode, eine hohe Anzahl an Zeilen, die eben die ganze Bordelektronik, das Motormanagement etc. steuern. Bei heutigen Autos geht man ungefähr von knapp 20 bis 25 Millionen Zeilen Code aus, die in so einer Bordelektronik drin stecken. Und natürlich wird, solange der Mensch da auch ein Stück weit sitzt, mitunter immer mal ein Fehler vorkommen können und kann durch jemand anderes entdeckt werden und dann ausgenutzt werden. Für Beispiele kommen wir dann gleich noch dazu. Ich hätte jetzt noch das Thema Advanced Persistent Threats. Also nicht nur eine einfache Bedrohung im Sinne von, es versucht jemand, ihren Internetauftritt mit einer Denial-of-Service-Attacke vom Netz zu nehmen, sodass diese nicht mehr erreichbar ist, sondern diese Angriffsweisen werden ein Stück weit professionalisiert und auch als Ablenkungsmanöver genutzt, um vielleicht andere Aktivitäten durchzuführen, um ihr Security Operations Center vielleicht auf eine falsche Fährte zu locken. Mache ich einen DOS-Angriff auf ein Webportal, versuche aber dann in dem gesamten Datenstrom ein anderes System zu kompromittieren, ein Stück Software dort einzuschleusen, was dann da erstmal liegt, was noch gar nicht aktiv wird. Und wenn sich dann die Aufregung über diesen Angriff wieder ein Stück weit gelegt hat, fange ich dann an, dieses Softwarestückchen zu aktivieren, schaue mich um im Netzwerk, versuche vielleicht aufgrund einfacher Passwörter mir weitere Zugänge zu verschaffen, vielleicht auch Zugänge mit höheren administrativen Rechten und gehe dann langsam Stück für Stück immer weiter in so eine Ist-Aufnahme von einer kompletten Infrastruktur, schaue nach Schwachstellen, schaue nach Informationen, vielleicht möchte ich auch gezielt Informationen entwenden und vielleicht auch Informationen sabotieren, Systeme sabotieren. Das ist ein Beispiel aus der Urananreicherung im Irak gewesen, das müsste so im Jahr 2010 gewesen sein. Da ging es ja darum, dass Uran angereichert werden sollte, um damit eben entsprechend Strom erzeugen zu können in Atomkraftwerken. In den System ist aber ein Trojaner eingeschleust worden, der diese einzelnen Steuerungselemente ein Stück weit in der Anzeige manipuliert hat, sodass die Systemtechniker davon ausgegangen sind, okay, wenn jetzt hier diese Zentrifuge entsprechend Sachen anreichert oder Elemente teilt, wird auf dem Bildschirm angezeigt, dass alles grün ist, aber tatsächlich sind diese Maschinen nicht rund gelaufen und es ist immer wieder zu Ausfällen und Problemen gekommen, sodass letztlich eine Urananreicherung in dem Sinne nicht erfolgreich und nicht möglich gewesen ist. Und es hat sehr, sehr lange gedauert herauszufinden, dass eben diese Kontrollanzeigen auf dem Betriebsstand durch ein Stück Software manipuliert worden sind und den Leuten letzten Endes fehlerhafte Informationen dargestellt wurden. Ein anderes Beispiel, jetzt aus jüngster Vergangenheit, ein großes Unternehmen, ist Opfer von so einem Advanced Persistent Threat geworden. Über mehrere Monate hinweg konnte sich erfolgreich ein Angreifer in diesem Netzwerk tummeln, wichtige Informations- und Forschungsdaten abziehen, hat es dann nach, so seine eigene Schätzung, knapp 6 Monaten bemerkt, dass er Opfer von so einem Angriff geworden ist und hat uns angerufen, ihn dabei zu unterstützen, eine Strategie zu entwickeln, wie jetzt dieser Angreifer gestoppt werden kann, was aufgrund eines globalen Netzwerks und sehr viel verteilten Standorten auch ein Stück weit schwierig gewesen ist. Der Kunde wollte nicht zwangsläufig hier den harten Schnitt ziehen und sagen, okay, jetzt sperren wir den einfach mal direkt aus, weil einfach zu wenig über das Angriffsmuster bekannt gewesen ist. Wie viele Systeme sind kompromittiert? Sendet der Softwarecode, der auf die Systeme eingeschleust wurde, vielleicht sowas wie ein Totmannsbefehl nach draußen, also jeder, der das kennt, so ein Totmannsknopf, der immer wieder mal betätigt oder gehalten werden muss, dass was funktioniert. Genauso kann das natürlich auch in einem System passieren. Und wenn der Code, der eingeschleust wurde, dann keine Verbindungsmöglichkeit mehr nach außen hat, wird vielleicht irgendein Alarmmechanismus ausgelöst und das Ding fängt an, das System und alles, was drumherum liegt, irgendwie anzugreifen oder zu zerstören. Und solange man das nicht hundertprozentig weiß, ist es natürlich dann auch sehr gefährlich, so einen harten Schnitt an der Stelle zu ziehen. Und dann kann man sich entsprechend überlegen, einzelne Aufbereitungsaktionen zu machen, zu schauen, wie kommunizieren die miteinander, kann ich die Systeme bereinigen, kann ich Mechanismen etablieren,
um weitere Angriffe auf diese Systeme zu erkennen, nachdem ich sie bereinigt habe, und so dann versuchen, den Angreifer Stück für Stück aus dem Netzwerk rauszuholen und vermeintliche Datenübertragung sensitiver Informationen frühzeitig zu erkennen und zu stoppen. Okay. Fragen erstmal bis hierhin? Gut. Ein nächster Punkt, den wir, glaube ich, alle, wo wir alle Berührungspunkte haben, aber was wir jetzt vielleicht als eigentliche Bedrohung noch gar nicht so wirklich auf dem Radar haben, ist das Internet der Dinge. Wir haben mit IPv4, was vor etlichen Jahren mal etabliert wurde, die Möglichkeit gehabt, ca. 4,3 Milliarden Geräte miteinander direkt zu vernetzen. Mit der Umstellung auf IPv6 haben wir eine unglaublich höhere Anzahl an möglichen IP-Adressen. Ich habe das mal hier drüben versucht, ein Stück weit in Relation zu bringen. Also wir haben hier die Erde mit unserem jetzigen IPv4-Netz und die Sonne wird unser IPv6-Netz sein. Es gab eine Analyse von der Firma Cisco, die gesagt hat, okay, im Jahr 2013 waren ungefähr 13 Milliarden Geräte online und bis 2020 werden es ca. 50 Milliarden Geräte sein, die online miteinander auf irgendeine Art und Weise kommunizieren können. Um das nochmal in ein anderes Größenverhältnis zu setzen, habe ich mal geschaut und gesagt, okay, jedes Atom auf der Erdoberfläche könnte eine IPv6-Adresse bekommen und es wären aber immer noch genug Adressen übrig, um weitere 100 Erden mit einer IPv6-Adresse ausstatten zu können. Beim Internet der Dinge haben wir auf einmal auch völlig neue Systeme im Kommunikationsverbund drin, wie hier zum Beispiel ein Auto. Das war gegen Anfang des April, Mai, als erfolgreich durch zwei Hacker so ein Jeep während der Fahrt übernommen werden konnte, per WLAN-Signal. Dieses Infotainment-System vom Jeep hat einen entsprechenden WLAN-Hotspot und den Angreifern ist es gelungen, über diesen WLAN-Hotspot auf den CAN-Bus vom Auto zuzugreifen. Normalerweise würde man jetzt sagen, okay, Infotainment-System und Infotainment-Netzwerk in einem Auto, die sollten eine galvanische Trennung zum CAN-Bus haben, um wichtige Steuerungselektronik-Elemente voneinander abzutrennen. Es gab aber eine Schwachstelle, die ausgenutzt werden konnte und eben der Zugriff über das Multimedia-System auf Bremsen, Beschleunigung, Airbags etc. möglich gewesen ist. Es gab somit von außen die Möglichkeit, vollständig die Kontrolle über dieses Fahrzeug zu übernehmen. Wenn das Auto rückwärts gefahren ist, soll wohl sogar die Möglichkeit gewesen sein, in die Lenkung einzugreifen. Aber ich glaube, wenn wir uns das mal vor Augen führen, wenn wir irgendwo vorbeifahren oder neben jemandem herfahren, bekommt erstens mal dieser Ausdruck Drive-by-Attack eine ganz andere Bedeutung. Und was passiert denn, wenn der auf einmal Vollgas gibt und ich gar keine Möglichkeit mehr habe, abzubremsen, weil diese Systeme deaktiviert wurden. Es kommt eine scharfe Kurve und mein Auto beschleunigt und beschleunigt und beschleunigt und ich kann nichts anderes machen, außer vielleicht rausspringen oder schon mal eine Notposition einnehmen, weil ich sehe, dass ich gleich nicht mehr um die Kurve drumherum komme. Ja? Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren mit 180 über die Autobahn und das Auto macht auf einmal eine Vollbremsung und hinter Ihnen kann keiner mehr reagieren und fährt Ihnen quasi voll ins Auto. Also da können gegebenenfalls Muster auf uns zukommen, die wir jetzt so aufgrund diesen Umschwungs, dieses digitalen Wandels noch gar nicht sehen. Bei BMW beispielsweise gab es eine ähnliche Schwachstelle im Connected Drive. Sie können über diese App, sind BMW-Fahrer anwesend? Tatsächlich. Und haben Sie Connected Drive im Auto? Gut. Ist wahrscheinlich nur nicht deaktiviert. Heutzutage ist ja meistens alles drin, was dann über Seriennummern nur freigeschaltet werden muss. Aber zum Ablauf. Bei Connected Drive habe ich die Möglichkeit, mein Auto zum Beispiel schon mal fern zu entriegeln, Türen zu öffnen oder Türen zu schließen. Dafür wird über das BMW-Backend eine entsprechende Verbindung dann mit dem Fahrzeug hergestellt und per SMS wird ein Code gesendet an das Fahrzeug, was dann eben den jeweiligen Mechanismus auslöst. Ein Angreifer könnte jetzt beispielsweise mit so einer Basisstation hingehen und einfach einen Befehl an dieses Fahrzeug senden, ohne jetzt vielleicht noch genau die Fahrgestellnummer zu kennen oder sonstiges. Ist aber kein Problem, weil nämlich das System von BMW so schlau ist, die Fahrgestellnummer als Absender zu verwenden. Dass sobald ich dann halt einmal die Fahrgestellnummer habe, auch dediziertere Befehle noch absetzen kann. Mach jetzt deine Tür auf, starte den Motor, ich bin vertrauenswürdig, wir können jetzt gemeinsam wegfahren.
hat natürlich auch ganz andere Implikationen auf Autodiebstahl, wie wir das vielleicht heute noch kennen. Scheiben einschlagen oder Funkkommunikation vom Schlüssel zum Fahrzeug auf dem Parkplatz ablauschen, wird damit schon mehr oder weniger passé. Ja. Es tauchen auch oder es werden auch Geräte missbräuchlich verwendet, die wir so sicherlich auch noch nicht auf dem Radar gehabt haben. Anfang des Jahres ist bekannt geworden, dass eine USV-Anlage von einer Firma für Crypto-Mining verwendet wurde. Ein Wurm hat es geschafft, sich erfolgreich zu verbreiten, diese Systeme zu infizieren und dann für diese digitale Währung Monero entsprechend Coins zu produzieren, indem Berechnungen durchgeführt werden. Das Ganze war als vermeintlicher Bildschirmschoner getarnt. Wenn man den geöffnet hat, ist aber nichts weiter passiert, zumindest auf dem Bildschirm nicht und für den User nicht ersichtlich. Tatsächlich hat sich aber im Hintergrund ein Schadcode ins System eingeschleust, der erstmal für knapp 36 Tage in Schlafmodus gegangen ist, der erstmal nichts gemacht hat. Der ist dann nach diesen 36 Tagen aktiv geworden und hat dann eben entsprechende Verbindungen zu diesen Mining-Pools hergestellt, hat sich Informationen runtergeladen und hat dann angefangen, mit den Ressourcen, die ihm da zur Verfügung standen, eben entsprechend mitzuschürfen. Und für denjenigen, der dieses Tool, also den Wurm unter Kontrolle hatte, entsprechendes physisch reales Geld zu produzieren, ohne dass der damit Aufwand gehabt hat. Da gab es entsprechende Hochrechnungen, also je nach Leistungskapazität konnte im Durchschnitt 0,22 Dollar pro Tag durch so eine Ressource an Kryptowährung und realem Geld geschürft werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass ca. 200.000 Systeme mit diesem Wurm infiziert gewesen sind. Jetzt kann man schon mal hochrechnen, ungefähr 22 Cent mal 200.000. Da kommt schon mal eine nette Summe pro Tag zusammen, ohne dass ich Energiekosten habe, ohne dass ich Hardware-Anschaffungskosten habe oder sonstiges. Ja. Das habe ich heute Morgen noch, als ich kurz auf LinkedIn gesurft bin, gefunden und habe gedacht, okay, das baue ich mal noch kurz in den Vortrag mit ein. Fand ich sehr sprechend und unterhaltsam. Wie könnte sich denn so Ransomware-Produkte auf das komplette vernetzte Zuhause auswirken? Ja, hier hätten wir zum Beispiel das Beispiel mit dem Kühlschrank, fand ich ganz schön. Okay, ich bin hungrig, aber bezahle erstmal meinen Angreifer, bevor ich hier die Tür aufmache und du dir was zu essen aus deinem eigenen Kühlschrank nehmen kannst. Oder der Staubsaugerroboter erpresst dich, indem er nicht mehr saugt, sondern auf einmal den ganzen Dreck wieder durch die Wohnung pustet. Lampen sind heutzutage auch schon online. Diese Philips Hue-Systeme zum Beispiel, die ich per Smartphone steuern kann, sind natürlich vernetzt. Und wenn ich eine Schwäche in meinem Heimnetzwerk habe, dann kann vielleicht auch mein Nachbar, mit dem ich nicht so gut bin, bei mir zu Hause das Licht kontrollieren. Also werden demnächst Nachbarschaftsstreits nicht mehr am Zaun ausgefochten, sondern wer kann bei wem für wie lange das Licht oder die Heizung manipulieren. Kann das gegebenenfalls auch noch jemand von irgendwo ganz anders von der Welt und der hat vielleicht gar keinen bösen Gedanken, sondern der macht das einfach, weil er es kann. Und Sie sitzen zu Hause im Winter, es ist kalt und es ist dunkel und Sie können sich mehr oder weniger nicht dagegen wehren. Gut, fand ich das Beispiel noch mit dem Besen, was eine Internetverbindung hat. Wenn man den nicht bezahlt, wird er eben auf allen sozialen Kanälen posten, warum man sich denn einen mit dem Internet verbundenen Besen angeschafft hat. Was das ja eigentlich für eine Schnapsidee war. Ja? Aber um das mal ein Stück weit aufzuzeigen und da ein Gefühl dafür zu kriegen, in was für eine Richtung das geht, ist diese Darstellung aus meiner Sicht doch sehr gut. Das Ganze soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man diesen Weg nicht auch gehen soll, aber man darf ihn sehr gerne mit gesundem Menschenverstand und mit der nötigen Würze an Sicherheitsgedanken gehen. Ja? Also nicht blind einfach neue Systeme anschaffen oder blind dieser Technologie vertrauen, sondern versuchen, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen und aber auch darüber zu denken oder darüber nachzudenken, wie kann ich sowas in mein Unternehmen oder in meinen privaten Haushalt integrieren, ohne mir jetzt hier Himmel und Hölle zu öffnen und mich für sämtliche Angreifer auf einmal zu öffnen. Das Ganze kann man natürlich auch ein Stück weit in die heutige Industrielandschaft übertragen, also auf industrielle Steuerungssysteme. Wenn wir mal den Blick auf gestern werfen, dann ist die Office-IT und die Produktions-IT sehr stark voneinander abgegrenzt gewesen. Na, da gab es eine vernünftige galvanische Trennung, da gab es, ich übertreibe das jetzt mal, zwei Administratoren, einer für den Backoffice-Bereich und einer für den Produktions-IT-Bereich
und die haben ihre Systeme völlig unabhängig voneinander gewartet, administriert und in Schuss gehalten. Die Situation heutzutage stellt sich schon ein Stück weit anders dar. Wir haben erste Öffnungen aus Synergieeffekt-Gedanken heraus, aufgrund der Vernetzung, dass wir auch Dienstleister ein Stück weit in unsere Produktion einbeziehen. Da müssen Informationen ausgetauscht werden. Es gibt Externe, die Systeme für uns warten. Die kommen vielleicht nicht mehr vorbei, sondern die schalten sich dann remote drauf. Das heißt, hier haben wir auch so ein erstes Auflösen von diesen Perimetern, wie wir das ein paar Folien vorher gesehen haben. Und dann natürlich aber auch die entsprechenden Angriffsvektoren, die wir jetzt auf unsere heutige IT kennen, auf einmal auch in unserer Produktions-IT haben, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen, für die wir Lösungen finden müssen, wie wir diese ganzen Sachen sicher und vernünftig miteinander kombinieren können, ohne dass wir hier Produktionsausfälle erleiden, ohne dass die Systeme nicht mehr verfügbar sind, ja, dass die Produktion weitergehen kann. Im Vergleich zu morgen stellt sich die Situation noch mal ein Stückchen anders dar. Dann sind wir voll vernetzt mit unseren ganzen Sublieferanten, mit unseren ganzen Kunden. Da tauschen wir munter und bunt Informationen aus über unterschiedlichste Gateways, über unterschiedlichste Wege. Wir haben überhaupt gar keine Kontrolle mehr über die jeweiligen Endgeräte, die darauf zugreifen. Manche, die haben vielleicht ein gutes Security-Management, da braucht man sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen. Andere sind vielleicht in diesen Bereichen nicht so gut aufgestellt. Wir haben die Möglichkeit, mit Tablets, Smartphones, vielleicht auch mit dem Fernseher oder über die PlayStation auf diese Komponenten zuzugreifen, wo überhaupt nicht mehr absehbar ist, auf was für einem Niveau bewegen die sich denn? Wie sind die denn sicherheitstechnisch abgeschirmt? Aus was für einem Netzwerk kommen die? Ist das ein vertrauenswürdiges Netzwerk? Ist da alles unter Kontrolle? Oder sind das Netzwerke, die völlig out of control sind, völlig verseucht? Wie komme ich denn jetzt überhaupt erstmal an diesen Punkt, eine Bestandsaufnahme zu machen, ohne sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Geld zu investieren? Dazu möchte ich Ihnen jetzt kurz in den nächsten 5 Minuten, wir haben noch ein bisschen Zeit, um dann gerne noch in eine Fragerunde einsteigen zu können, eine Methode entwickelt, die sich Cyber Security and Forensics Evaluation nennt. Das ist eine von KPMG selbst entwickelte Methode mit einem entsprechenden Tool, den aktuellen Status Quo zur Cyber Security zu erfassen. Unternehmen sind aus unterschiedlichsten Punkten heraus getrieben, Informationssicherheit zu machen, seien es gesetzliche Anforderungen, seien es regulatorische Anforderungen, sei es jetzt aufgrund der neuen IT-Sicherheitsgesetzgebung, weil Unternehmen zur kritischen Infrastruktur gehören für Deutschland. All das sind unterschiedliche Treiber, die Unternehmen in die Situation bringen, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen, falls sie es bis dahin noch nicht getan haben. Wissen Sie denn, was die kritischen Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen sind? Wissen Sie, welche Daten da verarbeitet werden, welche Anwendungen dafür notwendig sind? Könnten Sie innerhalb von 3 Sekunden sagen, mit welchen Maßnahmen die geschützt sind? Schwierig. Genau dafür, um so eine effiziente Erfassung zu machen, haben wir, wie gesagt, diese CyberSafe-Methodik entwickelt. Dafür führen wir mit den jeweiligen Ansprechpartnern in Unternehmen entsprechende Interviews durch. Wir haben dazu einen Fragenkatalog entwickelt, der sich auf die unterschiedlichsten Bereiche der Informationssicherheit ausgedehnt hat. Zum Beispiel, wie wird Cybersecurity im Unternehmen gemanagt? Wie werden Ressourcen dafür gemanagt? Gibt es ein Risikomanagement? Ist das Risikomanagement auch auf die IT angewendet? Werden IT-Risiken erfasst und bewertet? Gibt es ein Security Risk Management, das Risiken nicht nur hinsichtlich einer monetären Auswirkungen, sondern auch hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit beurteilt werden? Ja? Das Ganze wird mit unseren Spezialisten zusammen durchgeführt. Danach wird das von uns analysiert und Sie bekommen von uns einen entsprechenden Ergebnisbericht mit einer Risikoeinschätzung und entsprechenden Empfehlungen, wie man mit dem Thema umgehen kann. Und dann stehen wir Ihnen natürlich auch des Weiteren für Fragen da zur Verfügung. Unsere Methode ist sehr transparent. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, schnell eben einen entsprechenden Sachstand zu erfassen und Sie bekommen, wie gesagt, konkrete Handlungsempfehlungen raus. Hier als kurzer Überblick die einzelnen Phasen
die dann bei dieser Erfassung durchlaufen werden. Erstmal die Planung, also dass man sich gemeinsam darüber abstimmt, okay, welche Bereiche sind jetzt für mich interessant, worauf möchte ich näher eingehen. Wir haben auch zum Beispiel entsprechende Fragen zur Softwareentwicklung. Wenn Sie jetzt aber gar keine Softwareentwicklung betreiben, dann mag das ein Teilbereich sein, den man aus diesem Assessment dann beispielsweise ausklammern kann. Also so kommen Erstgespräche zusammen, um gemeinsam den Scope für so ein Assessment festzulegen, um die Ansprechpartner entsprechend zu identifizieren, die für diese Themen verantwortlich sind. Dann werden entsprechende Interviews geplant, wo diese Fragen mit den Fachexperten aus dem jeweiligen Unternehmen diskutiert werden. Über unser Online-Tool besteht die Möglichkeit, den entsprechenden Ist-Zustand erstmal zu erfassen, den wir dann eben im Nachhinein auch auswerten können, womit wir dann auch mitten in der Auswertung wären, diese Interviewergebnisse, gegebenenfalls Nachweisdokumente oder Dokumente, die belegen, dass das, was Sie erzählen, auch entsprechend etabliert ist im Unternehmen, um dann in Berichterstattung und Empfehlungen reinzugehen. Das ist mal so der grobe Überblick und der grobe Ablauf. Je nach Komplexität des Unternehmens und wie viele Bereiche eben in dieses Assessment mit einbezogen werden sollen, ist so ein Assessment innerhalb von 7 bis 15 Tagen erledigt und Sie haben eine ganz klare Aussage, einen Ist-Stand und eine Richtungsweisung, wohin die Reise für Sie gehen kann auf Basis von aktuellen Risiken und Bedrohungen. Hier links ist nochmal so eine Ergebnisauswertung dargestellt. Das sieht natürlich alles schön aus. Das ist auch alles gut fürs Management vorzeigbar. Warum jetzt gerade KPMG? Also wir haben das Tool jetzt seit ungefähr 2 Jahren und wir haben jetzt innerhalb von diesen 2 Jahren knapp 250 Assessments durchgeführt in unterschiedlichsten Unternehmen, in unterschiedlichsten Größenordnungen und auch in unterschiedlichsten Branchen. Unser Tool bietet dazu die Möglichkeit, auch einen Benchmark innerhalb der eigenen Peer Group zu machen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem Maschinenbau stammen, dann haben wir entsprechende Assessments auch schon im Bereich Maschinenbau durchgeführt und die Ergebnisse der anderen werden dann mit Ihren verglichen, sodass Sie nochmal sehen können, okay, ich befinde mich hier auf der Stufe, mein Benchmark oder meine Peer Group ist hier, das heißt, ich bin schon besser als der Schnitt, dann kann ich mir entsprechend überlegen, ob ich noch weitere Handlungen davon ableite oder aber meine Peer Group ist hier und ich bin da. Und dann ist natürlich so ein Stück weit auch der Ansporn für jedes Unternehmen zu sagen, okay, ich möchte mich vielleicht auf jeden Fall mal meiner Peer Group annähern oder ich habe für mich den Anspruch, ich möchte best in class sein und diese Ergebnisse meiner Peer Group um Weiten übertreffen. Ich habe das Tool auch dabei. Ich habe hier unten einen Informationsstand, die Nummer 5. Wenn Sie Interesse haben, möchte ich Ihnen gerne anbieten, dass Sie bei mir vorbeischauen. Wir haben eine Teaser-Version entwickelt. Das ist eine abgespeckte Version von unserem vollumfänglichen Fragensatz, wo man vielleicht 10 Minuten braucht, wo man schon mal über diese Themen drüber schauen kann, einen Einblick in diese Fragestellungen, in diese Methodik bekommt. Also wenn Sie darauf Lust haben, Sie sind herzlich eingeladen, mich im Anschluss noch aufzusuchen und das vielleicht, wenn Sie möchten, mit mir einmal durchzugehen. Vielen Dank. Damit wäre ich am Ende. Ich bin auch, wie gesagt, noch ein bisschen da. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, über Fragen oder auf Fragen einzugehen und gerne auch im weiteren Verlauf des Tages. Dankeschön.